Mein Name ist Herbert Hafner, ich bin im Präsidium der TSG Augsburg als Beisitzer tätig und bin also zuständig für die Pflege der Außenanlagen und für die Technik im Verein. Also unser Verein ist hauptsächlich ein Breitensportverein. Wir haben ca. 1700 Mitglieder. In 16 Abteilungen wird bei uns Sport betrieben. Also das Projekt läuft bei uns seit ca. 2006. Wir hatten eine alte Heizungsanlage von 1972, die eigentlich somit am Ende war. Das heißt, wir hätten Ende 2017, wäre bei uns der Kaminkehrer kommen und hätte uns die Heizung abgeschaltet, dann wäre es aus gewesen. Und seit 2006 laufen eben die Planungen, was wir machen hier bei uns bei der TSG. Wir sind ein sehr großer, weitläufiger Verein und haben eben dann überlegt, tauschen wir bloß einen Kessel aus, lassen alles beim Alten. Und wir sind aber dann nach reiflicher Überlegung dazu gekommen, das Ganze dann doch zukunftsorientiert zu machen, dass auch unsere Nachfolger, sage ich mal, dann ein Projekt haben, wo man dann 20, 25 Jahre drauf bauen kann. Damit wir sind ja auch den Mitgliedern verpflichtet, die Gelder sinnvoll einzusetzen. Und somit war also die Sache klar, dass wir was machen, was langfristig auch Erfolg hat und ein gutes Konzept hat. Also wir sind generell dran, alles umzustellen. Wir haben jetzt die Tennishalle komplett, sind in der Turnhalle auch so weit, dass wir nach und nach die Röhren, die dann kaputt gehen, einfach gegen LEDs austauschen. Wir haben die kompletten Umkleideräume und die Nebenräume schon umgerüstet, also unser Gymnastikraum, unser Kraftraum. Ist alles schon auf LED umgerüstet und hat uns auch schon einen ganz erheblichen Einspareffekt gegeben. Das Highlight ist eigentlich die komplette Anlage mit BHKW, das heißt, wir können auch Strom einspeisen. Wir haben eine ganz moderne Technologie, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, wo das Dusch- und Brauchwasser dann erwärmt wird. Also es ist halt eine ganz enorme Einsparung einfach an Kosten. Wir haben natürlich auch umgestellt von Öl auf Gas, was auch wesentlich wartungsärmer ist wie Ölbrennheizung. Und einfach, wie gesagt, unseren Mitgliedern eine gute Basis zu geben für die nächsten 20, 25 Jahre, dass hier alles in Ordnung ist und alles gut läuft. Das Geld werden wir, ich denke mal, auch für die Jugendarbeit im Verein verwenden. Wir haben da einige Projekte laufen, gerade mit unserer Jugend. Wir haben voriges Jahr ein Beachfeld bei uns gebaut, wo wir noch ein paar Sachen machen müssen in puncto Beleuchtung und so. Auch da wollen wir natürlich dann eine LED-Beleuchtung hinmachen, dass die auch am Abend spielen können. Aber ich denke, die 2.500 Euro, die werden sicherlich richtig verwendet im Verein. Also da gibt es kein Problem.